Dunkelfeldmikroskopie, das ist unser Thema heute. Dazu habe ich eingeladen ins Studio vom Alpenparlament TV, Astrid Lautenschlager. Recht herzlich willkommen. Was ist eigentlich Dunkelfeldmikroskopie? Was muss man darunter verstehen? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr, darüber aufklären zu können, was Dunkelfeldmikroskopie eigentlich ist und welcher Wert dahinter ist. Dunkelfeldmikroskopie ist, wir brauchen nur einen Tropfen Blut dazu, aus dem Fingerbeere oder aus dem Ohrläppchen. Und das wird unter ein spezielles Mikroskop gelegt. Und das Mikroskop, wie man es schon sagt, ist ein besonderes Feld. Das heißt, der Blutstropfen wird von unten beleuchtet. Das muss man sich so vorstellen, so erkläre ich es meinen Patienten immer, wenn ich in einem Raum bin, wo die Sonne reinscheint, dementsprechend reinscheint, kann es sein, dass ich überall so Flusen, Fusseln in der Luft sehe. Und das nur bei einer speziellen Einstrahlung. Diese Fusseln sind immer da, aber die sehe ich nur bei bestimmter Einstrahlung. Und genauso funktioniert die Dunkelfeldmikroskopie. Ich beleuchte von unten das Blut und sehe viel, viel mehr, als wenn ich es nur einschick ins Labor, weil ich sehe da definitiv, was da ist. Und ich kann ein Blut beobachten, was noch lebendig ist, was kurz davor beim Patienten war. Die Mikroskopie ist ja im Allgemeinen ein bisschen verpönt. Ich denke, alle Konkurrenz würde ich gerne gesehen. Also ich weiß aus eigener Sicht, weiß ich, dass es doch viel mehr angewandt werden sollte, als was es heute ist. Und es braucht aber auch Kenntnisse. Man kann nicht einfach mal reinschauen, man muss wissen, was ist da drin und so weiter. Und ich weiß auch, das Blut, ich glaube, das lebt eine ganze bestimmte Zeit. Genau. Wie lange lebt das, wenn man es da einen Tropfen? Also im Idealfall kann man sagen, bis zu 21 Tage, so war das früher. Leider ist es heute nicht mehr so, durch die ganzen Belastungen, die es da gibt. Egal, ob es jetzt E-Smog ist oder gewisse Ängste oder sowas. Also das Blut lebt heute leider nicht mehr ganz so lange. Früher konnten wir es länger beobachten. Ja, was sieht man da im Blut zum Beispiel? Im Blut sehe ich auf alle Fälle erstmal die Blutkörperchen, die weißen und die roten. Die weißen für die Immunabwehr und die roten Blutkörperchen, die für Sauerstoffbindung und Abtransport. Und die Erythrozyten. Die Erythrozyten und die Leukozyten. Die Polizisten eigentlich. Die Polizisten, genau. Die Staubsauger, die da rumgehen. Die sieht man da sehr gut. Aber ich sehe auch alles, was zwischen diesen Zellen im Plasma schwimmt. Von Schwermetallen angefangen, Harnsäurekristalle. All diese Dinge sehe ich auch. Bakterien. Ah, da könnte man mit Kristallen eigentlich Rückschlüsse ziehen auf Rheuma oder so Muskelschmerzen und so. Ist das so? Genau, das ist so. Genau. Wir sehen nachher das in einigen Bildern. Es gibt wirklich, ich habe ein Bild mit reingestellt, wo ein Harnsäurekristall zu sehen ist. Und dann wird einem auch klar, warum es so schneidende Schmerzen im Gelenk gibt. Das sind wie kleine Rasierklingen. Genau. Da braucht es eine gewisse Zeit, um verheilen oder kann Dauerzustand sein. Richtig. Ja. Dann spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle, nehme ich an. Und im Dunkelfeldmikroskopie sehe ich das weit im Vorfeld schon, ob sich so ein Harnsäure-Thema anbahnt. Das ist einfach auch der Vorteil. Ich sehe schon viel im Vorfeld, bevor es überhaupt zu Rheuma oder zu Schmerzen kommt. Interessant, ja. Haben wir da Beispiele, die wir zeigen können? Ja, haben wir dabei, genau. Zum Beispiel? Moment, jetzt. Ich brauche Brille. Genau. Da haben wir zum Beispiel ein Harnsäurekristall. Das sieht aber kriminell aus. Das ist ein Harnsäurekristall, was hier zwischen den roten Blutkörperchen mit im Blutplasma mit rumschwimmt. Und hier sieht man, wie spitz sowas sein kann. Und wenn sich das in größere Form in die Gelenke setzt, dann spürt man das schon. Man sieht ja da am Bild auch nicht unbedingt ganz schöne Blutkörperchen. Sie sind nicht ganz rund alle. Genau. Was sind die Punkte da in den Blutkörperchen, die man da sieht? Ja, was wir hier schön sehen, wir können diese Blutkörperchen schon mal gut interpretieren. Die sind zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man den Cursor sieht, da gibt es welche, die sind größer und die sind kleiner. Ja. Und weiterhin sind welche drin, ich sage immer Schießscheiben dazu, weil ich auch viele Kinder habe, die sehen aus wie Schießscheiben. Tagezellen nennen wir die in der Dunkelfeldmikroskopie. Das heißt, das rote Blutkörperchen ist nicht ganz so mit Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, durchleuchtet. Und deswegen schillern die manchmal so. Wie sieht es aus mit zum Beispiel Blutarmut? Ja.
Was ist der Grund? Ist Blutarmut da, weil Eisen fehlt? Oder was sind für Gründe? Das kann Eisen sein, wie du schon sagtest. Das kann Folsäure sein. Das kann auch B12 sein zum Beispiel. Und da muss man sich dann auf die Suche machen, warum ist der Mangel da? Wird es schon im Magen nicht aufgenommen? Wird es im Darm nicht aufgenommen? Liegt es an der Ernährung? Müssen wir da was umstellen? Ist es richtig, dass Vegetarier ein bisschen auch ein Merk auf B12 halten sollten? Das sagt man allgemein. Ich kann es so nicht feststellen, wenn ich einen Vegetarier habe, der sich bewusst ernährt und nicht nur B12 und nicht nur das Fleisch einfach weglässt, dann habe ich keinen B12-Mangel, interessanterweise. Ach. Wenn es einer richtig macht, dann fehlt das B12 nicht. Ja. Was hat es für andere Beispiele? Was kann man da noch schauen? Wir schauen mal dran. Eine gute Spezialität vom Dunkelfeld ist auch, gut versteckte Herde im Körper zu entdecken. Das heißt, wenn es einen Zahnherd gibt zum Beispiel, der sich noch nicht bemerkbar macht. Ja. Also das heißt, ich merke gar nicht, dass da irgendwo sich Bakterien versteckt haben. Das können in den Zähnen sein, das kann aber auch ein Appendix sein, also ein Blinddarm, der vor sich hinschleicht oder an eine andere Stelle vom Körper. Ja. Das ist zum Beispiel eine Spezialität vom Dunkelfeld, dass ich das rausfinden kann. Wenn ich das Blut eine Weile stehen lasse, dann kommen die Freunde raus und machen sich sichtbar. Genauso eine Spezialität ist das Borrelien. Wir haben viele Bluttests und erst wenn der Körper wirklich Antikörper herstellen kann, dann kann das normale Labor nachweisen, ich habe Borrelien. Bei mir kommen viele Patienten und sagen, ich habe aber Schmerzen, ich habe das Gefühl, ich hätte Borrelien. Lassen Sie mal schauen. Und unterm Dunkelfeld werden die irgendwann sichtbar. Die kommen raus, weil sie es nicht so angenehm da unten finden unter dem Mikroskop. Ein Bild links da, da sehen wir, das sieht aus wie ein Wurm. Das ist so eine sogenannte Spirochete, gerade die könnte Borreliose auslösen. Genau, das ist eine Spirochete und das sind Bakterien auf der rechten Seite. Sieht aus wie ein Bandwurm. Ja, genau, das sind tatsächlich kettenförmige Bakterien. Die erweitern sich als Kette. Ja, genau. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, so ein Bakterienherd, der irgendwo sitzen kann. Auch da können wir das sehr gut im Dunkelfeld herausfinden. Was sind die kleinen Punkte? Man sagt dann, glaube ich, Symbionten. Genau, oder genau. Die sind eigentlich, wenn sie so in dem Maß so vereinzelt auftreten, wirklich was sehr Gutes und was Wertvolles. Enderlein hat sogar gesagt, das ist die Basis vom Leben. Wenn wir ein gutes Wasser nehmen, ein gutes Quellwasser, findet man die tatsächlich auch noch da drin. Also wenn die vereinzelt da sind, sind die gut. Wenn ich mehrere davon habe, sage ich immer Schneegestöber dazu, dann weiß ich zum Beispiel, der Darm ist durchlässig, wir haben ein Leaky Gut-Syndrom. Ist die Beweglichkeit, ist es im Symbionten ein Thema? Ja, natürlich, genau. Hat das einen Zusammenhang mit Vitalität? Ja, oder wie? Genau. Ja. Deswegen sagt man also Dunkelfelddiagnostik auch Vitalblutdiagnostik, weil ich sehe, wie vital ist das Blut? Ist das eher gestaut? Ist das eher in Bewegung, in einer Reaktionsfähigkeit? Solange der Organismus bzw. das Blut in Reaktionsfähigkeit ist, kann es hintransportieren und auch wieder alles abtransportieren. Und je vitaler das Blut ist, also sich die Weißen bewegen, die Roten bewegen, umso reaktionsfähiger, umso fitter ist der Mensch auch. Also wenn ich das Bild hier schaue, dann muss ich einfach sagen, es ist eine Katastrophe. Genau. Wie würdest du das beurteilen, dieses Blut? Also ich würde nie dem noch Patienten so sagen kann. Genau. Also ich habe dank Dunkelfeld auch gelernt, dass es nicht wirklich Katastrophen gibt, sondern neue Ansatzpunkte daraus was zu machen. Ich habe Dunkelfeld tatsächlich durch die Sanum-Präparate kennengelernt. Der Professor Enderlein, der das Dunkelfeld entwickelt hat, hat auch dementsprechende Medikamente dazu entwickelt, wo wir dann das Blut wieder in die Vitalität bringen können. Ja. Und ich setze dann solche Dinge sehr gerne ein und gucke, wo gibt es noch Baustellen, dass ich den Menschen wieder in Schwung, in Bewegung bringen kann, in Reaktionsfähigkeit. Ist es so, dass vielleicht, dass auch bei Jüngern solche Sachen vorkommen können oder auch bei Eltern, ist da irgendwie ein
sagen, je älter, desto schlimmer, oder wie ist es? Das kann man so definitiv nicht sagen. Nein, nein. Das heißt, die Alten haben also doch eine gewisse Chance noch. Definitiv. Und ich habe wirklich viele ältere Leute schon begleitet, 84 plus, wo wir wirklich Wunder bewegt haben schon. Fantastisch. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Einstellung. Aha. Was gibt es für andere Beispiele noch? Wir gucken mal, was wir noch finden. Na, das ist vielleicht noch interessant. Ach, was ist denn das? Ja, genau. Das ist... an den Seiten sehen wir wieder die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten. Und das hier unten in der Mitte ist tatsächlich ein Pilz. Da gibt es verschiedene Pilzformen. Das ist ein Pilz, der da drin im Blut wachsen kann. Es kann sein, der Patient merkt nicht unbedingt was, viele merken aber was. Zum Beispiel Blähungen oder mit der Lunge Probleme. Je nachdem, bei jedem kann sich das anders äußern. Auch Candida-Belastung. Candida-Belastung, ja, genau. Man sagt ja, dass Schwermetalle Pilze fördern, ist das so? Ich würde das anders bezeichnen. Was ich mittlerweile gesehen habe, dass Candida und Schwermetalle fast immer gleichzeitig auftreten. Und mein lieber Freund Herr Rüdiger Dahlke sagt auch, die gehören irgendwo wie zusammen. Das heißt, der Candida ist auch in der Lage, Schwermetalle wie einzufangen und zu binden. Das heißt, wenn ich eine Schwermetallbelastung habe, habe ich meistens auch eine Pilzbelastung dabei. Das heißt, ich gucke nach beiden und schaue nach beiden. Interessant. Eine Pilzbelastung, auch da kann ich gucken, woher sie kommt. Kommt die eher, dass ich sie über den Verdauungstrakt einnehme, gucke ich, wo ich sie einatme. Pilz per se ist nichts Schlechtes. Der Körper muss es bloß handeln können. Aha, ja. Wie ist es mit Schwermetallen? Wo ist die Hauptursache? Bei Zähnen oder wie ist es auch bei der Ernährung? Zähnen, Ernährung, Luftverschmutzung, überall das, was wir aufnehmen. Genau. Und wie ist es im Zusammenhang mit den Covid-Spritzen? Wie, hast du da auch Patienten, wo man da etwas Bemerkenswertes sehen kann? Es ist sehr unterschiedlich bei den Covid, also bei den Menschen, die diese Injektion erhalten haben. Was ich persönlich festgestellt habe, ich habe auch Patienten während des Schrittes begleitet. Ich sehe da sehr häufig eine Reaktion im Immunsystem, eine überschießende Reaktion im Immunsystem. Das heißt, die weißen Blutkörperchen kämpfen wie verrückt und sind in größerer Anzahl vorhanden. Das heißt, es sind irgendwo Entzündungen im Körper. Ja. Ich kann es zum Beispiel Patient leider zum Beispiel, der ist auch in der Klinik gewesen und der hatte dann hohe Entzündungswerte und die Ärzte haben nicht gefunden, wo die Entzündungen sind. Tatsächlich sind die in den Gefäßinnenwänden drin und dafür gab es noch keine Blutparameter damals. Das heißt, es war nicht zu sehen, wo ist die Entzündung. In keinem Organ war die Entzündung, weil die in den Gefäßen drin war. Sieht man im Blut auch die Fähigkeit des Blutes der Mikrozirkulation? Ja, auf alle Fälle, genau. Ich denke, das hat ja mit der Impfung sehr viel zu tun, dass es hier durch Verunreinigung, es ist ja nicht nur die Genveränderung, die da leider halt, ich weiß auch, oder ich nehme es jedenfalls an, wie ich informiert bin, dass nicht jeder Charge der Impfung genau gleich ist. Genau. Ist damit zu rechnen, ja. Das ist tatsächlich so. Die einen haben Glück, die anderen ein bisschen Pech, damit es nicht auffällt. So. Ja. Das heißt, du würdest die Covid-Impfung nachträglich nicht empfehlen? Nein. Auch vorgänglich nicht. Ja, wir sind ja auf dem guten Weg, die ganze Macht der WHO abzugeben, dass die sagen, man geimpft wird, sonst kannst du dich nicht mehr zur Haustür raus bewegen. Was haben wir für andere Beispiele noch? Was haben wir für andere Beispiele? Lass uns schauen. Zum Beispiel Parasiten. Also ich habe ja einen guten erwischt. Das ist... leider tragen die nicht immer ein Schild um, wie sie heißen, was es für Parasiten sind. Aber das ist für mich auch egal, weil wenn ich mit Sanum therapiere, muss ich nicht wissen, was es für ein Parasit genau immer ist. Ich stärke den Menschen gegen die Parasiten und versuche, die nicht abzutöten. Da gibt es natürlich auch eine gute Variante, das kennst du ja, das PowerTube. Die stärkt den Organismus selber auch gegen Parasiten, dass die sich überhaupt nicht einnisten können. Ich glaube, das Ganze, der größte Fehler überhaupt der Medizin ist, man bekämpft das Schlechte, statt dass man das Gute fördert. Ganz genau. Diese Richtung sollten wir richtig noch das Ganze, den Spieß komplett umdrehen. Ich meine nicht im Kampfensinne, sondern einfach den anderen Weg beschreiten. Ganz genau. Ja. Und das ist auch eigentlich der Ansatz vom Dunkelfeld und die ganze Therapie. Wir stärken das, was da den ganzen
Organismus wieder in Schwung bringen kann und helfen ihm, in die Selbstheilung zu gehen. Ganz genau. Mhm. Nicht abtöten. Naja, das System verändern. Genau, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja. Wir haben noch andere Beispiele vielleicht. Ja. Interessant. Das ist auch noch ein Parasit, das ist die typische Toxoplasmose. Zum Beispiel, das sieht witzig aus wie Skipfili. Das Croissant. Genau, da. Das Croissant da. Und da hinten ist das und das hier ringsrum. Leukozyt. Genau, natürlich. Das ist ein Leukozyt, der sich jetzt hier zu schaffen macht. Aha, der greift da an. Der greift an. Das Schöne ist, wir sehen im Dunkelfeld auch, wie aktiv ist mein Immunsystem, also meine Leukozyten eigentlich. Es gibt welche, die sind nur klein und machen nicht mehr viel und haben sich in sich zusammengezogen. Und hier haben wir welche, die sind noch aktiv. Das sind wie große Amöben. Und oftmals können wir wirklich im Dunkelfeld, kann der Patient beobachten, wie die Weißen sich durch das Feld durchkämpfen und alles auffressen, was nicht da reingehört. Totale Intelligenz im Blut. Ja. Totale Intelligenz. Ist es so, wenn jemand keine Entzündungen hat, dann sind die irgendwie in der Zahl weniger vorhanden und bei starken Entzündungen mehr? Genau. Wie werden die sich, merken die das? Sie brauchen mehr, werden die dann rekrutiert? Die brauchen mehr Leukozyten, mehr Polizisten? Dann werden die umgeschult und von rot auf weiß und dann geht es los. Da passiert wirklich viel. Also Enderlein sagt sogar, dass die Zellen untereinander sogar ihre Form und ihre Aufgabe wechseln können. Kommunizieren können. Ja, die kommunizieren miteinander. Wir stellen das auch und im Dunkelfeld noch fest, wenn der Patient schon längst weg ist und das Blut wird ja von mir noch länger beobachtet, weil ich auch im Laufe der Zeit noch Veränderung sehe und damit auch den Patienten einschätzen kann. Und wenn das Blut darunter liegt, kann es sein, dass die Weißen immer noch weiter schaffen. Nein, nicht, es kann sein, das ist bei einem guten Immunsystem so. Die Weißen machen immer noch ihren Job und gehen wie die Staubsauger dadurch und arbeiten. Also da ist eine göttliche Intelligenz dabei. Unwahrscheinlich. Ja, ja. Und das ist auch so schön für die Patienten, sowas zu sehen. Ja. Was ist da noch zu sagen mit anderen Beispielen, um die Leute ein bisschen zu erschrecken? Gut, erschrecken wir ein bisschen. Das heißt, das war das Thema, was du vorhin angesprochen hast, das Thema mit den Schwermetallen. Hier haben wir eine gute Verbindung, wo ein Pilz die Schwermetalle einfängt, hier auch auf dieser Seite. Also die werden wie eingefangen, dass die nicht die kleinen Partikel wirklich einzeln. Das heißt, der Pilz hat sogar eine positive Wirkung. Ja. Man ist sich noch nicht ganz genau klar, wer zuerst da war, aber sie können miteinander, den Pilz allein abzutöten, wäre nicht gut. Ja. Ich muss beides mit berücksichtigen. Wie ist das im Fettgewebe? Ist da ziemlich viel Toxine eingelagert? Das heißt, bei starkem Abmageren könnte es ja sein, dass Giftstoffe frei werden. Ja, das ist auch so, dass ich in der Anamnese auch immer frage und solche Sachen abfrage, wo stehst du gerade? Also wenn jetzt jemand gerade eine Entgiftungskur macht, dann habe ich natürlich ganz viel Dreck überall im Blut drin. Das ist unser Transportsystem. Das heißt, wenn einer abnimmt, habe ich ganz viel Dreck da drin. Da braucht es ein Transportmittel. Das ist dann Trinken, nehme ich an, Wasser. Trinken, Wasser. Und wenn wir über fettlösliche Sachen zum Beispiel reden, es gibt ja auch Fette, die nicht nur über Wasser gelöst werden, sondern fettlösliche, dann muss ich natürlich mit Bitterstoffen den Gallenabfluss anregen und die ganzen fettlöslichen Dinge lösen, dass sie nierengängig gehen werden und nach draußen gehen können. Ah, da wäre Siebenkräuter Heidelberger. Perfekt. Das fände ich eine gute Idee. Ich glaube, das sollte ich auch mal nehmen. Leber, Niere, alles. Gegen Pilze, gegen normale Pilze auch, ja. Genau. Mhm. Du hast eine Patientin, eine Patientin. Wie gehst du vor? Ich denke, das ist nicht nur eine Nummer. Du nimmst, das Gespräch ist sicher sehr wichtig. Ja. Was sind für alle Faktoren, die wichtig bei der ganzen Sache? Nach dem Gespräch zum Beispiel. Also wenn ein Patient zu mir kommt, der kommt auch erstmal an. Das ist zum Beispiel wichtig, dass er runterfahren kann. Das ist nicht dieses typische Geldrollenphänomen, was wir jetzt noch gar nicht gezeigt haben, im Dunkelfeld habe, sodass der Mensch erstmal da sein kann. Wichtig ist für mich erstmal die Anamnese. Und wichtig ist auch, wohin will der Patient. Das ist für mich schon auch erstmal wichtig. Ja. Ist er bereit, etwas auch selber zu investieren oder nur abzuwarten, bis man. Die Patienten, die zu mir kommen, schon. Ja, ja. Ich ziehe, glaube ich, die dementsprechenden Patienten an, weil wir wollen in die Eigenverantwortung wieder gehen. Die Menschen müssen lernen, wieder was für ihren eigenen Organismus zu tun. Und wir haben ganz viel Werkzeug da draußen, in der Natur, überall. Unseren eigenen Kopf, viele Dinge. Genau. Ich denke, die Naturerkunde wird allgemein unterschätzt, die Fähigkeit, die sie hat.
Und du weißt ja, wir haben ja eine Volksinitiative, die abspaltet jetzt von der Pharmaindustrie. Mhm. Es kann nicht sein, dass die Pharmaindustrie über die Naturheilkunde bestimmt, was recht schlecht ist. Genau. Das muss separiert werden. Das muss einfach ganz was anderes. Ich denke, das große Unterschied ist, gegen etwas kämpfen oder für etwas sich einsetzen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Naturheilkunde ist viel älter als die Pharmaindustrie. Das ist so. Ja, ja, natürlich. Das vergessen viele. Ja, ja. Das sind alte Erfahrungsschätze, die da sind. Dann wären ja eingeborene Stämme, sage ich mal, Amazonas, würden ja alle gleich massenweise dahin sterben, genau. Wenn sie, ja, weil die haben ja keine medizinische Hightech-Versorgung wie wir. Das ist so. Ich meine, es ist sicher nicht alles schlecht, was die Pharma macht. Man kann nichts einfach jetzt verteufeln, so, aber es ist einfach der Wert, sich beide Sachen unabhängig voneinander mal zu begutachten und das Beste daraus zu holen. Die Zusammenarbeit wäre wünschenswert. Ja, genau. Ja. Und es sind sicher viele Ärzte und vielleicht auch du bist in einem gewissen Rahmen gezwängt, wo du dich nicht zu fest öffnen kannst, um nicht mit der Behörde da in Clinch zu bekommen. Das ist so. Können wir vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch ein paar interessante Sachen schauen, zum Beispiel die Geldrollenbildung, das wäre interessant. Da haben wir kurz noch die Übersäuerung, dass ihr mal seht, auch wie die Übersäuerung sich darstellt. Jetzt bleibe ich da gerade hängen. Diese Streifen da. Diese Streifen da, das sind die Übersäuerung und die halten auch das Blut fest. Und deswegen entsteht aus einer Übersäuerung eine Entzündung und aus einer Entzündung eine Übersäuerung. Und dann sind wir in einem Teufelskreislauf. Und im Mangel an Fluss. Und genau, und im Mangel an Fluss macht dann die Entzündung und dann vielleicht und die andere. Mikro, Mikrozirkulation ist gestört, genau. Fettstoffwechsel. Da ist zum Beispiel eine Leberbelastung schön zu sehen und die sehe ich im Dunkelfeld weit bevor überhaupt ein Leberwert im Blut anzeigt. Ach, was ist denn das? Das ist zum Beispiel, das ist Blut, das sind tatsächlich laute rote Blutkörperchen. Das ist im Zuge unseres Tests entstanden, wo wir haben einen Telefontest gemacht mit einem Handy. Nach 5 Minuten telefonieren sie das Blut so aus. Vor allem bei Kindern ein großes Risiko. Genau, genau. Darmbelastung. So, warte mal. Wir wollen die Geldrollen nochmal anschauen. Moment. Weil die sind sehr interessant und da ist natürlich Dunkelfeld auch bekannt geworden in der letzten Zeit damit. Moment. Ich meine, die Geldrollenbildung, sagt man, es ist ja, das Eisen hat ja magnetische Eigenschaften. Ja. Und wenn durch Handybestrahlung irgendetwas, dann fällt ja der Magnetismus in sich zusammen. Das heißt, es gibt eine Adhäsion der Blutkörperchen. Genau, ganz genau, ganz genau. Das ist schon so. Das der Grund. Ja, das ist der Grund, genau. Wir haben jetzt hier die Geldrollen auch zu sehen. Sieht man schön. So ein rotes Blutkörperchen hat eine Oberflächenvergrößerung. Und oben eine Delle und unten so eine Delle. Das heißt, sieht aus wie in einem 2, wäre das echte, ohne hier Werbung zu machen. Aber es hat eine Oberflächenvergrößerung, um ganz viel Stoffe zu binden. Und wenn die jetzt hier so zusammengestapelt werden, dann fehlt dem Körper Sauerstoff. Und natürlich auch schlechter Abtransport. Das ist das Interessante, was ich weiß, dass ja der Sauerstoff eben nicht chemisch, sondern magnetisch angebunden wird. Das ist hier die Erklärung ganz klar. Ja, da gibt es bei Geldrollenbildung automatisch einen Mangel an Sauerstoff. Genau. Und an Vitalität, Müdigkeit. Das heißt, ein Handy ständig mit sich herumzutragen, ist eher risikohaft. Definitiv. Ja. Also zum Beispiel, sei es da oder... Ich habe in Mexiko eine Frau gesehen, die hatte Probleme mit dem Fötus, das fast in Richtung Totgeburt. Die hatte das Handy vorne da reingesteckt. Okay. Gesagt, das darf ja nicht wahr sein. Und auch viele junge Männer einfach, die es in der Hosentasche haben, ist auch nicht so gut. Nein, ja, wir wissen wieso. Ja. Genau, so das Geldrollenphänomen, das sieht man auch hier nochmal sehr schön. Also das kann bis zu solchen Bildern werden. Ja. Und da haben wir dann schon eine absolute Starre. Das kann bis dahin kommen. Und dass da keine Regulationsfähigkeit mehr ist, da kommt kein weißes Blut mehr, keine weißen Blutkörperchen mehr durch. Da geht nichts mehr. Und da geht man hier eine Chemotherapie und dann ist Schluss. Genau. Das ist wahnsinnig. Ja. Also, ja.
ich denke, der große Ansatz, und da hilft uns das Dunkelfeld sehr, den Menschen wieder in Bewegung und in Reaktionsfähigkeit zu bringen. Mir persönlich hat Dunkelfeld wirklich gelehrt, auch Vertrauen in den Körper zu haben, weil ich oft gesehen habe, bei Blutbildern, wo ich gedacht habe, okay, was machen wir jetzt? Und ich habe oft gesehen, wie es dann wirklich wieder in Bewegung und in Fluss kommt. Dieses Wunder, ja, das war besonders, jedes Mal. Astrid Lautenschlager, du hast ja eine Praxis in Thun. In Gunten. In Gunten? In Gunten, ah, bei am Thunersee, genau. Bei den Bergen, du hast ein schönes Panorama, genau, vor genau, den genau, Augen. Genau, genau. Du bist, wie lange bist du schon in der Schweiz jetzt? Ich bin jetzt 2,5 Jahre in der Schweiz, genau. Ja. Gefällt es dir da? Nein, 3 Jahre. Sonst wäre ich nicht hier. Okay, danke fürs Kompliment. Ich bin ein bisschen weiter weg, ein bisschen südlicher, nördlicher. Ja. Ich sehe nicht ganz nach Gunten, ein bisschen versteckt hinter dem. Genau. Ja, ja. Ich danke dir jedenfalls recht herzlich, dass du hierher gekommen bist. Ich sehr danke. Interessant, sehr interessant. Und ich würde sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie sich mal das auf der Zunge zergehen und vielleicht finden Sie auch mal eine Praxis oder hier bei Astrid, um Ihnen mal das Blut ein bisschen vorzuführen, was da ist. Da werden Sie staunen, ich sage es euch. Herzlichen Dank für den Besuch hier im danke Studio auch des Alpenparlaments und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.